Das Entkommen, ja, ist auch, es ist dramatisch, weil es keiner merkt. Weil wenn alle sozusagen mehr oder weniger abhängig sind von dem, was ihnen da geboten wird, dann wird das ja auch gar nicht erkannt. Also ich kann es ja noch ein bisschen dramatischer machen. Die meisten Menschen sind heute lebensuntüchtig. Wie oft antworten wir auf die Frage, wie geht's dir, einfach nur gut? Auch wenn es uns eigentlich gar nicht gut geht. Hier kommt die Plattform InstaHelp ins Spiel. Und zwar ist es eine Online-Plattform, die sich genau um diese Frage kümmert, wie es uns besser geht. Egal, ob wir nicht gut schlafen können, Probleme mit unserem Partner oder unserer Partnerin haben, mit den Kindern strugglen oder einfach im Job nicht mehr weiter wissen. InstaHelp ist genau dann für uns da, wenn wir nicht weiterkommen und gerade jetzt in Corona-Zeiten mit Ängsten, depressiven Verstimmungen oder Einsamkeit konfrontiert sind. Finde jetzt dein perfektes Match auf InstaHelp und zwar Psychologinnen und Psychologen, die sich genau in deinem Bereich auskennen und dir in deinen Lebenslagen weiterhelfen können. Und wisse, du bist nicht allein da draußen. Ich würde mit Ihnen gerne über ein Thema sprechen, das mir insofern am Herzen liegt, weil ich manchmal finde, dass es in der aktuellen Zeit ein bisschen zu kurz kommt, und das ist das Thema Würde. Und Würde ist ja ein Begriff, den wir im Endeffekt immer wie selbstverständlich benutzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Artikel 1 des Grundgesetzes und so weiter. Aber wie soll ein Mensch denn Würde wahren, wenn er sich ihrer vielleicht gar nicht so bewusst ist oder wir vielleicht selber gar nicht genau wissen, was Würde überhaupt bedeutet? Vielleicht können Sie mal kurz Ihre Definition davon sagen. Nee, das gefällt mir sehr gut, wie Sie rangehen, weil das war der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe über die Würde. Wenn man das zunächst erstmal so hört, dann denkt man, das ist Würde, das ist Ethik, das ist Moral, das sind Werte und Normen, und dann haut man das alles in diese große Kiste, wo das alles drin ist und wo man sich nicht so gerne rantraut. Und dann muss man aber einen Augenblick nachdenken und stellt man fest, dass diese Werte, die Ethik, die Moral immer von dem Zeitgeist abhängen. Also je nachdem, was das für eine Gesellschaft ist. Die Nazis hatten auch eine Moral. Eine andere. Ne? Sodass man einfach nur mit moralischen Appellen kommt man nicht weiter, weil dann muss man immer sagen, wofür die stehen und in welcher Gesellschaft die sozusagen aufgehoben sind. Und die Würde ist was anderes. Die Würde ist, so wie das im Grundgesetz steht, so wie Sie das beschrieben haben, ist zunächst erstmal nichts weiter als eine Definition. Da haben die das hingeschrieben, jeder Mensch hat Würde. Die haben damals, sind die noch davon ausgegangen, das ist ja kurz nach dem Krieg gewesen, dass diese Würde dann wohl auch göttlichen Ursprungs ist und dass die uns von Gott geschenkt ist. Und deshalb haben wir die alle. Und dann haben sie gesagt, und die ist unantastbar. Das mussten sie sagen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg es wirklich deutlich geworden ist, was da passiert war. Und deshalb ist es auch gut, dass da drin steht, aber genau das ist der Punkt. Das nützt ja nichts, dass das da drin steht, wenn der Einzelne gar nicht weiß, was seine Würde ist. Und wenn er auch gar nicht weiß, wie er aufpassen soll, dass die nicht angetastet wird. Und also muss man eine andere Frage stellen, und die versuche ich dann im Augenblick ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist die Frage, wie kommt man denn, wie wird man denn jemand, der eine Vorstellung von seiner eigenen Würde hat? Der sich sozusagen ein Bild davon macht, was er für eine Würde besitzt und dem diese eigene Würde dann auch bewusst geworden ist. Das ist, die Würde des Menschen kann man jedem erstmal zusprechen, dass er sie hat. Mhm. Aber dass er sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, das ist ein Prozess, das ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Und das geht auch nicht per Akklamation und Zuschreibung, sondern da muss man ja Kindern offenbar Gelegenheit bieten beim Heranwachsen und dann später den Erwachsenen beim Leben, beim Lebensvollzug müssen ja immer wieder das Gefühl haben, dass sie auch Wert besitzen, dass sie etwas wert sind, dass sie beachtet werden, dass sie gesehen werden, dass sie mitgestalten und dass sie Teil dieser Welt sind, und erst dann kann man sich seines eigenen Wertes und damit seiner eigenen Würde bewusst werden.
Nun bin ich ja Hirnforscher und frage mich so auch natürlich die ganze Zeit, was das dann in diese Sprache übersetzt bedeutet. Und im Grunde genommen ist das nichts weiter als das Wiederfinden der eigenen Subjekthaftigkeit. Also wir sind ja alle Subjekte, leben aber in einer Welt, wo wir sehr leicht zum Objekt gemacht werden, also von Eltern, von Lehrern, von Arbeitgebern und wie immer sie heißen, die dann uns zum Objekt ihrer Vorstellungen, ihrer Absichten, ihrer Ziele, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen, ihrer Maßnahmen und dann am Ende auch noch ihre Anordnungen machen. Und in dieser Subjekthaftigkeit fühlen wir uns zutiefst verletzt, wenn wir von anderen gesagt kriegen, was wir zu tun und zu lassen haben. Wann hatten Sie das Gefühl das letzte Mal? Auch wenn Sie jetzt die Definition wissen und das vielleicht schon mehr durchschaut haben als jemand anderes. Ich bin, wahrscheinlich gehöre ich zu den Menschen, die immer abhauen, wenn das passiert. Ja, Ja. ich bin aus der damaligen DDR abgehauen, weil ich halte solche Zustände nicht so gut aus. Ich bin auch aus dem Max-Planck-Institut abgehauen, als ich gemerkt habe, dass ich da eigentlich nur noch danach bewertet werde, wie viele Drittmittel ich einwerbe und wie viele Forschungsgelder ich dabei schaffe. Und dann bin ich aus der psychiatrischen Klinik, wo ich eine Forschungsabteilung aufgebaut habe, abgehauen, als ich gemerkt habe, dass ich etwas tun soll, was ich für völligen Nonsens hielt, nämlich herausfinden, was im Hirn eines depressiven Menschen los ist, wo ich doch dort vor Ort gesehen habe, dass die meisten dieser Depressiven gar niemals in der Psychiatrie gelandet wären, wenn sich mal vorher jemand mit denen unterhalten hätte. Wenn die nicht als Kinder schon zu Objekten gemacht worden wären, wenn sie nicht furchtbare Erfahrungen in ihrer, beim Heranwachsen gemacht hätten. Und das hat sie so empfindlich gemacht dafür, dass sie dann so eine Störung ausgebildet haben in ihrem Hirn. Aber das nützt doch jetzt nichts zu gucken, dass im Frontalhirn die Konnektivität verringert ist und die Aktivität vermindert ist und im Striatum eine Überaktivität da ist. Das hat doch im Grunde genommen, das beschreibt zwar den Zustand des Hirns eines Depressiven, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man diesen Menschen hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Und deshalb wäre es dann besser, man würde lieber mal auch mit Menschen reden, wenn man merkt, dass die in Schwierigkeiten sind, anstatt die immer zu vertrösten und ihnen zu sagen, streng dich mal ein bisschen an, das wird schon werden. Also was Sie gerade gesagt haben, dass Sie abgehauen sind aus den ganzen Instituten, kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor, weil ich bin damals auch aus der Deutschen Presseagentur abgehauen, obwohl es eigentlich ein toller Job war und jeder gesagt hat, ja, da muss man als Journalist bleiben, ist ja eine feste und sichere Bank. Ich habe aber trotzdem auch nicht ausgehalten, weil da wurde mir so viel vorgegeben und so viele Sachen, die ich einfach schwachsinnig fand. Aber viele meiner Kollegen zum Beispiel kommen jetzt auf mich zu und sagen, jetzt nach 2, 3 Jahren verstehe ich das, was du gemacht hast, aber trotzdem schaffen sie es nicht selber, den Absprung zu machen. Ich will nicht sagen, jeder, der da ist, fühlt sich so, aber viele trauen sich es, glaube ich, auch einfach nicht. Ja, die eigene Subjekthaftigkeit erlebt man ja dann, wenn man seinen Bedürfnissen, seinen beiden Grundbedürfnissen auch wirklich nachgehen kann. Man müsste schon das Gefühl haben, dass man in der Welt gehalten ist und auch mit anderen Menschen verbunden ist und man sich auch darauf verlassen kann. Und das andere ist, man müsste auch immer das Gefühl haben, dass man in solchen Gemeinschaften mit anderen frei genug ist, also autonom handeln kann. Und manche Menschen sind schon sehr früh in Situationen geraten, wo die ihre Autonomie aufgeben mussten, damit sie für die anderen akzeptabel waren. Also es gibt viele Menschen, die bei Eltern groß geworden sind, die denen keinen großen Raum gelassen haben, so zu sein, wie sie eigentlich gerne geworden wären, sondern die Eltern hatten dann einen Traum, also dass der Sohn soll Arzt werden oder Jurist oder die Firma übernehmen oder die Tochter soll Eiskunstläuferin oder Tänzerin oder weiß der Kuckuck was werden. Und da werden Kinder instrumentalisiert, die Träume ihrer Eltern zu verwirklichen.
Das würden Sie auf jeden Fall, das würden Sie auch schon als Entwürdigung auf jeden Fall sehen. Natürlich, das Kind wird zum Objekt gemacht und zwar als zum Objekt der elterlichen Erwartungen. Die Eltern gucken die ganze Zeit auf das Kind, ob es in diese Richtung geht. Und Was passiert da genau im Gehirn? es wird dann immer lieb gehabt und gemocht und verwöhnt, wenn es in die Richtung geht. Und wenn es sich in eine andere Richtung bewegt, wird auf eine subtile Art und Weise deutlich gemacht, dass das nicht erwünscht ist. Und damit zwingt man Kinder sozusagen wie ein Zirkusdompteur, zwingt man das Kind in so eine Dressurleistung. Und die heißt, dass das lebt dann ein Leben, was gar nicht Ereignis ist. Das ist das Leben derjenigen, die das Kind dann auf die Spur gesetzt haben. Und das ist natürlich furchtbar. Und aus der Nummer so wieder rauszukommen und dann das wiederzufinden, was das eigene ist, wenn das schon so lange weg ist, das ist dann nicht so ganz einfach. Kann ich gut verstehen, dass es viele Menschen gibt, die das gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wirklich mal selber wollten. Und die sich dann so mit dem identifiziert haben, was sie dann wollen sollten, dass die das auch für ihr eigenes halten. Also es gibt genügend Leute, die sind dann schon Arzt geworden und auch möglicherweise Professor für irgendeine, für Virologie oder sonst was und sind dann auch ganz glücklich und meinen, das sei ihres. Aber in Wirklichkeit hat irgendjemand sie auf den Weg dahin geschickt. Wie kann man denn den Unterschied rausfinden? Also, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt auch Professoren, die zum Beispiel sehr glücklich in ihrem Beruf sind, obwohl es nicht vielleicht der wäre, den sie gewählt hätten. Wie kann man das denn an sich selber identifizieren? Man muss, damit man den Weg eines anderen Menschen gehen kann, also damit man sich in dieser Objektrolle im Leben überhaupt bewegen kann, muss man Teile von sich selbst abspalten. Das geht nicht anders. Dann ist Was man, zum Beispiel? hirntechnisch heißt das, das muss ich einwickeln. Also ich zum Beispiel muss ich, wenn ich jetzt so ein Jurist, so eine juristische Laufbahn einschlagen möchte, da muss ich sehr viel von meiner Körperlichkeit und von meiner Sinnlichkeit vielleicht einwickeln, weil ich muss so viel Zeug auswendig lernen und immer muss das so viereckig sein und in die Paragraphen passen. Und da gibt es aber doch in mir einen großen Anteil, der das alles lieber anders hätte. Und das muss ich unterdrücken. Also hirntechnisch heißt das, ich muss hemmende Netzwerke darüber bauen. Das baut sich auch dann darüber, bis das weg ist, bis ich das Bedürfnis nicht mehr habe. Dann ist es weg und dann kann ich so sein, wie ich sein muss, damit ich diesen Job dann optimal ausführen kann. Und ich halte das dann auch noch für meine Berufung. Ja, was passiert denn da genau im Gehirn? Sie haben das gerade schon angesprochen, das wird wirklich blockiert. Es werden über bestimmte Bedürfnisse oder Anteile, also jetzt nehmen wir machen es mal deutlich an einem ganz einfachen Beispiel. Sie haben einen kleinen Jungen, der hat diesen für alle kleinen Jungen typischen Bewegungsdrang. Den haben alle Kinder. Und jetzt wird er in der Schule eingeschult und dann merkt er, dass er mit diesem Bewegungsdrang nun dort nicht so einfach agieren kann. Also der muss es jetzt gar nicht gesagt bekommen. Deshalb gefällt mir das Beispiel. Wenn er dann auch noch gesagt kriegt, du sollst aber jetzt ja sitzen bleiben, das ist ja noch deutlicher. Aber der wird selber merken, dass das nicht so geht, also dass er jetzt nicht rumrennen kann, weil er dann nichts lernen kann. Er wollte ja in die Schule gehen. Und dann muss der dieses Bedürfnis, sich zu bewegen, unterdrücken. In sich. Und das kann er ja nur unterdrücken, indem er es hemmt. Also es sind ja Netzwerke, die da feuern und die bringen das alles in Gang, die Motivation, sich zu bewegen. Und das muss er jetzt mit einem hemmenden Netzwerk sozusagen in Ruhe versetzen, damit das sich nicht mehr meldet. Und wenn er das häufig genug macht, wird das auch immer erfolgreicher und dann gelingt ihm das immer besser und am Ende sitzt er. Und im Hirn hat er über das Bewegungszentrum, also über dieses Zentrum, wo der Bewegungsdrang generiert wird, da hat er jetzt eine Hemmung drüber gelegt. Also hemmende Verschaltungen, die gehen da auch nicht so leicht wieder weg. Die funktionieren jetzt von ganz allein und dann sitzt er den ganzen Tag und es kommt nichts mehr an Bewegungslust. Und wenn ich das, wenn ich da Das jetzt geht mal jetzt auf. aber auch mit der Neugier, das geht mit der Gestaltungsfreude, das geht mit der Sinnlichkeit, mit der Körperlichkeit, das geht auch mit dem Bedürfnis, sich um anderes zu kümmern. Jeder Mensch wird im Laufe des Hineinwachsens in die Gesellschaft in eine Situation kommen, wo er bestimmte Anteile von sich weghaben muss. Wenn ich das jetzt mal
wenn ich das jetzt mal auf so ein größeres Bild ziehe, ne? Also ich bin jetzt kein kleines Mädchen mehr in der Schule, sondern vielleicht eine erwachsene Frau in der Gesellschaft. Und Politik schränkt uns ja auch in vielen Sachen ein oder gibt uns Sachen vor oder generell die Gesellschaft im Job. Glauben Sie, würde jeder oder wie würde sich die Gesellschaft verändern, wenn wirklich mal jeder das machen würde, nach was ihm wäre? Wäre mehr Harmonie? Ich weiß, das ist eine sehr hypothetische Frage, aber haben Sie darüber mal nachgedacht? Ich denke ständig darüber nach. Was mich ja interessiert, ist, warum wir in diese Fallen laufen und wie wir da wieder rauskommen. Und so wie Sie es formulieren, das ahnen Sie ja selbst, deshalb kann man die Frage auch so locker stellen, wird es ja nicht gehen, weil es kommt ja jetzt keiner auf die Idee, sich zu fragen, ob er jetzt ein authentischer Mediziner ist oder nur die Rolle eines Mediziners übernommen hat. Und ob er jetzt wirklich ein Politiker ist oder nur die Rolle übernommen hat, in die er da hineingewachsen ist. Und dass er sich dabei alle möglichen wunderbaren inneren Anteile und Bedürfnisse weggehemmt hat, das spürt er jetzt ja auch nicht. So, das heißt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das jetzt durch so mit dem Fingerschnipsen wieder freikriegt. Wenn sich so ein Mensch verändern wollte, wenn der wieder anders werden wollte, der hat sich jetzt verwickelt, jetzt müsste der sich entwickeln. Das macht er doch nicht freiwillig, weil der ist ja in einer guten Position. Der ist ja meistens deshalb so erfolgreich geworden, weil er das gekonnt hat. Und deshalb sehen wir solche Entwicklungsprozesse eigentlich nur unter ganz besonderen Gegebenheiten. Die Gegebenheiten heißen, entweder muss etwas stattfinden, wo die bisherigen Muster im Hirn alle ziemlich durcheinander kommen, dass das sich alles so ein bisschen aufweicht und dann kann es sich neu ordnen. Und da kann es passieren, dass das Verwickelte plötzlich rauskommt. Das ist so Was eine wäre Krise. das? Sowas wie jetzt, diese Corona-Krise ist sowas. Da Ah, kommt okay. bei manchen plötzlich was hoch, was sonst normalerweise im normalen Funktionsmodus, wo alles so weitergegangen wäre wie bisher, da hätte Ja. das wäre nicht hochgekommen. Und Ja. jetzt, und trotzdem ist so eine Krise auch immer ein bisschen gefährlich, weil da kann man auch leicht in eine Situation kommen, wo die Angst zu groß wird und wo man dann noch mehr vom Alten versucht. Also nur ganz schnell wieder zurück in den alten Modus. Und dann ändert sich natürlich gar nichts mehr, da wird es noch komischer. Und deshalb ist es mir lieber, dass, wenn man das nochmal anders betrachtet, dass man sagt, was da wirklich passieren muss, ist etwas, der Mensch müsste eine Gelegenheit haben, mit diesen Anteilen, die er verbuddelt hat, wieder in Berührung zu kommen. Weil das wär toll. Haben Sie eine Idee, Ja, und dann gucken sie sich um und manchmal passiert es einfach. Und da merkt man, das ist so was wie eine Sternstunde. Da ändert sich ein Mensch plötzlich aufgrund einer einzigen Begegnung. Der hat irgendeinen getroffen oder ist etwas passiert und er hat gemerkt, dass da in ihm etwas war, was die ganze Zeit gar nicht hochgekommen ist. Und jetzt auf einmal, na, manchmal nennt man das dann Verliebtsein, was dann passiert. Und das passiert auch häufig in solchen Begegnungen, aber manchmal passiert es auch im Kino. Wenn man einen Film anguckt und es haut einem die Füße sozusagen weg. Weil man plötzlich merkt, das ist das falsche Leben, was du hier führst. Du bist diese ganze Sinnlichkeit, diese Körperlichkeit, diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, alles, was du mal in dir gespürt hast, ist ja irgendwie futsch hier. Das ist ja alles, du funktionierst optimal, bist total erfolgreich, aber du bist eigentlich nicht mehr richtig lebendig. So, und dann kann es passieren, dass man in so einer Situation sagt, okay, Schluss jetzt damit, ich mache das nicht mehr. Gibt es noch andere Mechanismen, sag ich mal, wo man es nicht so sehr dem Zufall überlassen kann, sondern viele, die das jetzt hören, fragen sich natürlich, okay, bin ich jetzt in der richtigen Rolle oder ist es nur eine, die mir übergestülpt wurde und wie kann ich rausfinden, ob dem so ist? Ja, ich glaube, das, was wir jetzt als Welle auch so ein bisschen haben, schon seit ein paar Jahren, ist diese Achtsamkeitstrainings. Das wäre schon gut, wenn man so ein bisschen achtsamer mit sich selbst und mit der Welt unterwegs wäre. Man merkt es leichter, wo sich in einem was regt. Viele Leute merken das ja gar nicht mehr. Die kommen in eine Situation, wo alle anderen berührt sind und denen geht das vollkommen vorbei. Also die Menschen können sich auch dagegen innerlich wappnen, auch das können sie weghemmen im Hirn, dass sie sich überhaupt noch berühren lassen.
Und manche sind sogar berührt und hinterher schütteln die sich zweimal und machen dann trotzdem so weiter wie vorher. Das heißt, die wollen diese Berührung gar nicht. Ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn man da wirklich wieder Kontakt mit diesen Anteilen kriegt. Stellt sich ja alles in Frage, was da vorher sozusagen alles aufgebaut worden ist. Also diese, was da in der Bibel von dem Saulus erzählt wird, das ist sowas. Saulus geht in die Wüste, wird berührt und kommt als Paulus wieder raus. Ein schönes Beispiel, weil man das sieht, das geht nicht um eine Veränderung, das ist eine Verwandlung, was da passiert. Das ist negativ. Vielleicht können wir uns, also andere können wir sowieso nicht verändern, aber vielleicht können wir uns selbst auch nicht wirklich verändern, ohne uns zu verwandeln, weil das dann ja alles aneinander hängt und alles miteinander verbunden ist. Und wenn ich an einer Stelle was ändere, ändert sich alles. Also so als Technik kann man das, glaube ich, nicht versuchen. Man kann sich vielleicht darauf vorbereiten, dass wenn so ein Moment kommt, dass man ihn nicht verpasst, durch einen etwas achtsameren Umgang mit sich selbst. Und in der letzten Zeit bin ich dabei, etwas zu verfolgen, was ich für sehr vielversprechend halte. Ich habe ja gemerkt, dass diese Rede von der Würde eigentlich von vielen Menschen nicht so ganz verstanden wird. Die denken, das gehört mit in diese Kategorie der Werte und Normen und Ethik und Moral. Und es ist ihnen auch zu verkopft, also zu kognitiv. Und wenn ich dann sage, geht doch um nichts weiter, als dass du wieder deine eigene Subjekthaftigkeit bewahrst und wiederentdeckst und dass du einfach nichts machst, dass du dich nicht anderen als Objekt für deren Absichten und Ziele zur Verfügung stellst, und dann bewahrst du deine Würde und dann bist du bei dir. Und dann bist du auch nicht verführbar von den anderen. Die können dir sonst was versprechen. Das machst du nicht, weil du bist bei dir, du weißt, was du willst. Und du machst dann natürlich auch nicht andere zum Objekt deiner Absichten und Ziele. Das passt ja dann auch nicht. Also es wäre im Endeffekt auch eine gesunde Kettenreaktion, wenn wir da mal alle mit anfangen würden. Ja, und die fängt aber bei mir an, nicht? Bei dem, du musst mal hier nicht die, also du verletzt meine Würde, sondern ich möchte meine eigene Würde nicht mehr verletzen. Ja. Du kannst das zwar versuchen, meine Würde zu verletzen, aber ich weiß gar nicht, ob dir das gelingt. Vielleicht gibt bin ich es viel denn, zu stark. Gibt es denn irgendwelche Studien oder Messungen, wie sich Leute verhalten, nachdem sie sich selber wieder so erkannt haben? Sind die dann netter zu anderen? Verhalten die sich anders? Was hat das so für einen Effekt, wenn sich Leute ihrer selbst mehr bewusst werden? Das können Sie in Studien gar nicht prüfen. Das können Sie nur aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen prüfen, weil Sie ja alle, jeder von uns kennt jemanden, dem das so passiert ist. Und der ist nicht mehr wiederzuerkennen. In Studien können Sie ja nur ein bestimmtes Setting organisieren, in dem dann am besten doppelt blind und Placebo kontrolliert irgendwas passieren soll. Das können Sie vergessen für so etwas. Ja. Damit können Sie kleine Effekte können Sie vielleicht sichtbar machen, statistisch signifikant. Aber das ist, ob das passiert oder nicht, ist auch ziemlich egal. Die richtig großen Sachen, ne, da brauchen Sie keine Studie, sondern das ist etwas, was so dramatisch ist, dass das sowieso jeder sieht. Glauben Sie aber keine evidenzbasierte Nachweise dafür so. Und diese Verwandlung, die mit einem Menschen geschieht, wenn er seine eigene Würde anfängt wieder zu erkennen und auch zu schützen, die sind so deutlich, das ist ein anderer Mensch, der ist nicht mehr wiederzuerkennen. Glauben Sie denn, dass es überhaupt gewollt ist, dass wir das wiedererkennen? Weil Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es natürlich auch dazu genutzt wird, Leute zu beeinflussen, / manipulieren zu können. In jeder Hinsicht. Und Sie haben ja auch mal gesagt, wer glücklich ist, der kauft nicht. Also bedeutet ja im Endeffekt auch, wenn ich weiß, wer ich bin, dann höre ich vielleicht auch auf, andere Sachen zu kaufen oder brauche einfach weniger, weil ich nicht so leicht, verführt werde. Ja, klar, aber es ist kein großes System dahinter und es sind auch nicht Personen, die das treiben und geheime Machenschaften, die das alles organisieren. Klar. Sondern das ist Teil unseres westlichen marktwirtschaftlichen Modells und unseres Lebensstils und der Art und Weise, wie wir unser Leben hier gestalten. Da gehört es dazu, dass man andere über den Tisch zieht. Und wer das am geschicktesten kann, bekommt die größte Anerkennung oder gewinnt das meiste an Einkommen oder Reichtum.
Das ist zunächst erstmal ganz normal, aber in all diesen Prozessen gehören ja immer zwei dazu. Also einer, der zieht und einer, der sich ziehen lässt. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir anfangen. Man kann denen, die uns sozusagen als Rattenfänger zu verführen versuchen, denen wird man niemals das Handwerk legen können. Die werden immer besser auf der Flöte. Aber man kann ja denen, die denen hinterherlaufen, so viel Kraft mitgeben, dass die nicht mehr mitlaufen. Inwiefern also zum Beispiel? Diese Geschichte von dem Rattenfänger kommt ja aus Hameln und die geht zurück auf eine Zeit im Mittelalter, wo es solche Rekruteure gab, die Kinder aus den Städten abgeholt haben und verlockt haben, an den Kreuzzügen teilzunehmen. Das waren die sogenannten Kinderkreuzzüge. Und da ist so einer, der als Rattenfänger durch die Stadt gegangen, der hat natürlich nicht auf der Flöte gesungen, sondern der hat den Kindern Versprechungen gemacht. Der hat sie verlockt, der hat sie verführt. Und dann sind die alle hinter dem hergegangen und plötzlich gab es keine Kinder mehr in Hameln. Und da muss man sagen, na klar, der Verführer ist natürlich schon furchtbar, der hat die Kinder als Objekte benutzt, um seine Interessen zu verfolgen. Aber warum laufen denn die Kinder aus der Stadt weg, hinter so einem Typen her? Der heißt heute Facebook oder Microsoft oder wie immer. Die Verführer sind ja überall. Ja. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was macht uns stark, dass wir uns nicht verführen lassen? Ja. Und da heißt die Antwort, das würde uns alle stark machen, wenn wir sozusagen wüssten, was wir wollen. Ja. Auch was wir für jemand sein wollen. Und wenn wir sagen würden, wir wollen nicht uns zum Objekt der Verführungen anderer Menschen machen, wir wollen unsere Würde wahren, dann hat man es auf einmal. Dann ist man raus aus der Nummer. Da können Rattenfänger kommen und so schön auf der Flöte spielen, wie sie wollen. Das hilft nichts mehr. Ja. Und dort ist aus meiner Sicht der Ansatzpunkt. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das mit der Würde eben nicht so schön vermittelbar ist. Und interessanterweise gibt es im Deutschen dann noch einen anderen Begriff, der im Grunde genommen dasselbe macht und dasselbe bewirkt, aber irgendwie anders klingt. Und der heißt nicht, bewahren Sie doch bitte Ihre eigene Würde, sondern gehen Sie doch bitte einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst um. Das ist eine interessante Geschichte. Also jetzt zu Ihrer Frage, wie komme ich wieder in Kontakt mit irgendwelchen damals als Kind oder im Berufsleben eingewickelten Bedürfnissen, die ich dann gar nicht mehr so richtig spüre. Das geht automatisch, wenn Sie anfangen, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Sie müssen schon extrem lieblos mit sich umgehen, damit Sie das nicht mehr spüren. Lieblos mit sich selbst umgehen heißt ja, ich bleibe hier vor dem Monitor sitzen, obwohl ich eigentlich von meinem Rücken dauernd Signale bekomme, dass das jetzt einfach nicht mehr so gut ist. Liebevoll mit sich umgehen heißt, ich esse doch nichts, was mir nicht gut tut. Das ist immer so leicht gesagt wie getan, ne? Für viele. Das weiß ich nicht. Das ist schon leicht getan, wenn man es will. Ja. Sie können natürlich das machen. Und jetzt kommt es aber, das ist ja nicht etwas, wo Sie immer darauf warten müssen, dass das alle anderen machen. Es geht nur um Sie selbst. Sie können sofort ab jetzt versuchen, etwas liebevoller, nicht gleich ganz und so, aber etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. So. Beim Essen. Ja. Auch bei der geistigen Nahrung, die Sie so zu sich nehmen, also abends vorm Fernseher oder im Internet, können Sie einfach sagen, das tut mir nicht gut, was ich hier mache. Und abends so einen blöden Krimi anzugucken, dass ich mich hier aufrege, kann ich wieder halbe Nacht nicht schlafen, schalte ich doch einfach ab. Und da mache ich die Erfahrung, dass wenn Menschen anfangen, etwas liebevoller mit sich selber umzugehen, dann das ist ja eine Handlung. Und in der Handlung machen die eine Erfahrung. Und die Erfahrung heißt, das gefällt ihnen. Die gewinnen, wenn die den Fernseher abschalten, sind die hinterher ganz froh über sich. Ja. Dann führen sie vielleicht ein Gespräch mit ihrem Partner oder der Partnerin oder sie lesen ein Buch oder sie gehen spazieren oder also plötzlich tun sich Räume auf, die sie selbst gestalten können. Sie eigentlich Junkie ihrer Geräte. Also wenn ich jetzt mit Ihnen spreche und sage, okay, ich habe das für mich verstanden und ich setze das um und dann gehe ich zu einem Familienmitglied beispielsweise, bei dem das schon dringend mal an der Zeit wäre, aber meine Worte gehen zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Was macht man denn dann? Sie würden sich dringend damit abfinden müssen, dass Sie einen anderen Menschen nicht verändern können.
Aber es könnte passieren, dass wenn sie selbst anfangen, liebevoller mit sich selbst umzugehen, dass sie dann auch irgendwie liebevoller gegenüber anderen werden. Ja. Strahlkraft. Ja, weil sie fangen an zu strahlen, weil sie sind sozusagen, das ist so, als ob man etwas Gespaltenes hat man jetzt wieder zusammengefügt und man ist wieder heil. Ja. Und ganz und authentisch und bei sich. Und dann hat man die Gelassenheit, da muss man sich nicht über alles aufregen und auch nicht darüber, dass der schon wieder irgendwelchen Scheiß gemacht hat. Da kann man einfach auch viel liebevoller darauf reagieren und dann sind sie liebevoller zu anderen Menschen. Sie sind auch dann liebevoller zu Pflanzen und Tieren. Ja. Wie leben Sie das Ihren eigenen Kindern vor? Das muss ja jeder für sich so machen, wie er das hinbringt. Also ich wäre dankbar gewesen, wenn mir jemand, als ich noch ein junger Mann war, wenn der mir das mal erklärt hätte. Das hat keiner gesagt damals. Die haben alle gesagt, du musst dich anstrengen, du musst dir Karriere machen, du musst in Ordnung, sonst wird das nichts. Haben Sie ja trotzdem geschafft. Aber wahrscheinlich nicht mit einem Ziel. Und ich habe dabei sicherlich unterwegs auch genug Schaden angerichtet. Mhm. Also die Frage ist, ob man das auch jungen Menschen mit auf den Weg geben kann, ohne dass die vorher durch das ganze Leid müssen. Mhm. Mhm. Also ja. Eigentlich, wir schicken sie ja mit unseren blöden Vorstellungen durch das Leid. Du musst Abitur machen, sonst wird aus dir nichts so. Und dann marschieren sie los und dann dauert es manchmal, bis sie 50, 60 sind und ihnen alles irgendwie unter den Füßen weggekracht ist, aber sie sind doch immerhin sehr erfolgreich, bis sie dann wieder zu sich kommen. Dann so mit 45 Karriere gemacht und dann kommt plötzlich doch diese Sehnsucht, dass es doch schön wäre, wenn man ein Kind hätte. Und das hat man aber nicht geschafft in der ganzen Zeit. So. Ja. Ja, und das könnte sein, dass das eben in dem Augenblick, wo wir alle anfangen, uns gegenseitig ein bisschen einzuladen, liebevoller mit uns selbst umzugehen, dann würden wir auch liebevoller mit den Kindern umgehen und würden die nicht mehr zu Objekten unserer Absichten und Ziele machen und würden denen vielleicht sogar helfen, auch liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und dann würden die sich nicht mehr selbst vergewaltigen oder verwickeln müssen, nur damit sie unseren Vorstellungen entsprechen. Übrigens, wenn wir psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, heißt es nicht, dass wir krank sind. Es ist eigentlich was total Normales und jeder Profisportler, Unternehmer oder erfolgreiche Mensch hat einen mentalen Coach an seiner Seite. Deswegen schaut unbedingt rein auf www.instahelp.me und bringt euch aufs nächste Level. Ihr solltet euch das wert sein. Und nicht nur ins Fitnessstudio rennen oder zum Ernährungsberater, sondern hier oben, da fängt nämlich Erfolg wirklich an. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich glaube, da können viele Leute was mitnehmen, hoffe ich zumindest, die das gerade angeguckt haben oder anschauen. Herr Hüther, wir sind ja hier bei dem Format Meet Your Mentor, englisch gesagt. Und ich wollte mal fragen, wer war eigentlich so Ihr größter Lehrer im Leben? Oder vielleicht auch bei dem Thema Würde, wenn wir schon darüber sprechen. Ich denke, das war mein Großvater. Der ist aus dem Ersten Weltkrieg wiedergekommen und hat gesagt, das hat mir davon erzählt damals, als ich groß genug war. Und ich habe gesehen, dass der in diesem Ersten Weltkrieg so viel Furchtbares erlebt hat, dass der dann für sich beschlossen hat, dass er das nicht mehr mitmacht. Mhm. Der ist dann auch nicht bei den Nazis dabei gewesen, das war ja in der DDR, der ist auch nicht bei den Kommunisten dabei gewesen, der war für den Rest des Lebens immun gegen jede Form von ideologischer Verführung. Einfach, weil er es beschlossen hat. Der hatte beschlossen, dass er sich selber treu bleiben will und sich nicht mehr lassen will, in irgendeinen Krieg zu ziehen oder irgendjemanden als Feind zu betrachten, den er überhaupt nicht kennt. Das hat mich wahrscheinlich tief beeindruckt. Man ist ja als Kind sozusagen viel offener für solche Geschichten, als man das glaubt. Und sowas trägt dann einfach dazu bei, dass man anfängt, auch ein bisschen so zu werden und sich nicht sozusagen zur Verfügung stellt, wenn es irgendwie um was geht. Und ich bin dann auch sehr resistent geworden gegenüber Ideologien. Was würden Sie denn sagen? Ich bin aufgewachsen mit diesem Sozialismus. Ich musste noch in solche Schulen gehen, wo ich da bei den jungen Pionieren und bei der,
bei der Freien Deutschen Jugend war und wie das alles hieß, da kriegt man diese Ideologien sozusagen so knallhart vor die Nase gesetzt und dann als Kind schon zu sagen, okay, ich ziehe zwar das blaue Hemd an und mache das erstmal so weit mit, aber ich glaube das nicht, was die hier machen. Ich mache da nicht mit. Was würden Sie sagen, ist in der heutigen Zeit die Ideologie, der viele folgen? Sie haben vorhin schon gesagt, Facebook zum Beispiel oder Microsoft. Ist das eine Form, wie wir sie vielleicht heute gar nicht als eine Ideologie wahrnehmen, aber trotzdem blind hinterherrennen? Was wir früher hatten, früher haben Menschen, die Macht hatten, ihre Macht dadurch gesichert, indem sie andere unterdrückt haben. Das sind Herrschaftsstrukturen gewesen. Das hatte den Nachteil, dass man in so einer Herrschaftsstruktur also wirklich sich kaum bewegen konnte, ohne Gefahr zu laufen, totgeschossen oder ins Gefängnis gesteckt zu werden. Aber eine Herrschaftsstruktur führt immer noch dazu, dass man seine eigene Subjekthaftigkeit erlebt. Weil man kann sich wehren. Hm. Man kann sich mit anderen zusammenschließen, man kann einen Geheimbund machen, man kann im Untergrund arbeiten, Partisan werden, keine Ahnung. Also Herrschaftsstrukturen sind zwar schöne Strukturen, mit denen man Macht erhalten kann, aber die führen dazu, dass die, die man beherrscht, sozusagen immer noch lebendige Menschen bleiben, die noch was wollen, die als Subjekte unterwegs sind, die auch ihre Würde bewahren, in einer gewissen Weise kann man sagen. Sie zwar beherrscht werden, aber sich nicht beherrschen lassen, sowas kommt dann raus. Heute wird die Herrschaft und Macht in erster Linie ausgeübt, indem man andere Menschen abhängig macht. Also Verführung heißt die große neue Welle. Aber da kann man sich auch teilweise schwer entziehen, weil dann wird man so ein Einsiedlerkrebs. Das ist jetzt genau Ihre Generation. Deshalb bin ich ja froh, dass uns da ein paar zuhören. Heute muss man gar keinen Menschen mehr unterdrücken. Heute macht man den, sozusagen bringt man den in eine Situation, wo der sich über all das freut, wovon er abhängig wird. Mhm. Weil das bequem ist. Das ist doch so schön, wenn man das nutzen kann. Und das ist doch so toll. Und hier ist schon wieder einer, der mir was anbietet, dass ich mir mein Leben bequemer mache. Und so macht man sich zum Objekt der Angebote und der Anbieter. Ja. Aber wie kommt man da raus? Das ist ja wirklich die Frage. Meinen Sie auch, indem man einfach netter mit sich selbst ist? Im Grunde genommen ist ja wie ein Junkie. Also was diese Leute dann machen, also bei den Junkies kann man das sehen, wenn der Dealer in Gefahr gerät und eventuell nicht mehr da ist, dann schützen die den. Dann retten die ihren eigenen Dealer. Und diejenigen, die jetzt bei Facebook oder in den Computerspielen oder sonst wo unterwegs sind und so in dieser Weise verführt sind, die schützen ihre Verführer. Das kommt man nicht raus. So. Das klingt so dramatisch. Das Entkommen, ja, ist auch. Es ist dramatisch, weil es keiner merkt. Weil wenn alle sozusagen mehr oder weniger abhängig sind von dem, was ihnen da geboten wird, dann wird das ja auch gar nicht erkannt. Also ich kann es ja noch ein bisschen dramatischer machen. Die meisten Menschen sind heute lebensuntüchtig. Wenn der Strom ausfällt oder das Netz zusammenbricht, wissen die nicht mehr, was sie machen sollen. Hm. Das ist abhängig. Das sind Verführte. Die haben zu viel von ihrer Autonomie und ihrer eigenen Gestaltungskraft an irgendwelche Instanzen abgegeben, die jetzt natürlich am Hebel sitzen und mit denen machen können, was sie wollen. Gibt es da gar keinen Weg raus? Ja, schon, klar. Aber da muss man sich sozusagen wieder seiner eigenen Würde und seiner eigenen Subjekthaftigkeit bewusst werden, müsste man mal lernen, wieder einen Nagel selbst in die Wand zu schlagen und dann gucken, wie man mal einen Tag übersteht ohne Strom und ohne Handy. Und wie man zu was zu essen kommt. Also es gibt so eine Menge existenzielle Dinge, die man eigentlich selber können müsste, damit man weiß, dass man das Leben meistern kann. Und wenn man das alles nicht mehr kann, dann ist man abhängig von denen, die das können. Also im Endeffekt müssen wir auch wieder so ein bisschen Selbstvertrauen in den Basics kriegen. Ja, man müsste wieder sozusagen, ich nenne das immer, man müsste nicht ausgebildet sein, sondern man müsste im realen Leben Bildung für das Leben erwerben. Man müsste wieder lernen, wie das richtige Leben geht. Und wir drücken ja unsere nachwachsende Generation durch Ausbildungseinrichtungen, die haben ja alle mit dem Leben nichts zu tun. Ja. Eine Schule ist doch nicht der Ort, wo das Leben stattfindet. Dann würde ich noch sagen, Beerdigungsinstitut.
Ja, weil da kriegt man wirklich, wird man konfrontiert mit den Tatsachen des Lebens, nämlich dass man auch sterben kann. Das sind viel wichtige Erfahrungen, die junge Menschen brauchen. Sonst kommen die auf die Idee, dass sie ewig leben wollen. Und dann ist man natürlich hoch anfällig für alle möglichen angstmachenden Botschaften. Hier kommt schon wieder eine Gefahr auf uns zu und wir müssen uns wappnen. Und dann sind die auch anfällig für die Illusion, dass sie alles kontrollieren können. Das ist schon eine wahnsinnig interessante Situation, in die wir da geraten sind als Menschen. Und jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir die Kurve kriegen. Und es könnte sein, dass, weil wir das nicht aus eigener Kraft gestalten können, dass es uns jetzt ereilt. Und das könnte sein, dass das wäre ja fast grotesk, aber dass uns das winzigste Lebewesen auf diesem Planeten, ein Virus, lehrt, dass man das Leben nicht kontrollieren kann und beherrschen kann. Ja, das stimmt. Das wäre auch verrückt, ne? Das wäre verrückt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war einfach so schon so ein perfekter Schlusssatz, kann man fast sagen. Das ist auf jeden Fall was, worüber, glaube ich, jeder mal nachdenken sollte. Herr Hüther, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Ich fand es wirklich super interessant. Musik